So, Hallihallöchen, Hänschen, Pittchen. Nicht mein Trübers kriegt uns! Willkommen zurück zu Let's Play A Song of Nunu. Oh. Ich bin müde. Meinst du, wir sollen hier unser Lager aufschlagen? Erstmal ein bisschen pennen? Super, ich mache Feuer. Dann arbeite ich vielleicht weiter an meinem neuen Lied, das über uns. Okay, bin dabei. Die Notheilsängerin Laika ist weise und wir laden zu schnell. Ich arbeite an unserem Lied. Soll ich es spielen? Es geht los. Oh Gott, halt. Ich war noch nicht bereit. Er hat die Moves einfach. Danke, Willem. Das vergesse ich nie. Mama hat es mir gezeigt. Das habe ich immer zusammen mit Mama gemacht. Wir haben gesungen. Ist sie. Weißt du was? Du hast recht. Es ist seltsam. Solange ich nach dem Herz der Blauen suche, fühle ich mich ihr näher. Irgendwie. Also gut. Mama will, dass ich das Herz der Blauen finde. Also mache ich das. Danke, Willem. Ohne dich würde ich das nicht schaffen. Oh, ist so süß. Kannst du mir mehr über das Herz der Blauen erzählen, Mama? Was möchtest du wissen? Was genau macht es? Ist es sowas wie eine Waffe? Ja, irgendwie. Oh, cool. Ist es ein Schwert? Ich habe noch nie ein Schwert benutzt. Es ist kein Schwert. Stell dir das Herz der Blauen wie eine Kerze vor. Eine Kerze? Was machen wir, wenn mit der Nacht der Frost hereinbricht? Wir machen ein Lagerfeuer? Genau. Wir wehren die Kälte und die Nacht mit Wärme und Licht ab. Das war schon immer der Weg der Notai. Und genau das ist das Herz der Blauen, Nunu. Ein Feuer im Dunkeln, eine Kerze in der Nacht. Mama, das machst du ständig. Was denn? Du gibst mir nie eine klare Antwort. Immer soll ich alles selbst herausfinden. Weil du vielleicht so am meisten lernst. Vielleicht lerne ich mehr, wenn du es mir sagst. Suche den Flügelberg, Nunu. Dort findest du deine Antworten. Ey, da war Lissandra im Hintergrund. Wir können uns aber nicht umdrehen. Wir können, auch wenn ich nach hinten drücke. Eine Notai-Karawane. Lauf ich nach vorne. Mein Zuhause. Mhm. Was ist das? Ich drück gerade nur die S-Taste, ja? Permanent. Hallo. Ja, freier Wille. Kann ich Shift noch drücken? Nee, passiert nichts. Ach, wir spielen jetzt Fange. Und anscheinend bleiben die Karren in der Luft stehen. Na gut, ist ja auch ein Traum oder Erinnerung? Mama, warte doch! Eher Traum. Oder eine Weissagung? Werden wir gerade von Lissandra verfolgt? Ich weiß es nicht. Aber das ist cool, ich drücke immer noch vehement die S-Taste. Siehst du das Licht, Nunu? Ich mache nichts anderes, ich drücke nur die S-Taste. Und gerade bewege ein bisschen die Maus noch, so zum Umgucken, aber... Eine Flamme im Dunkeln. Ich bin fast da. Finde das Herz der Blauen. Ich schaff das. Ha, überholt. Oh. Träume zum ersten Mal, okay, ja. Blaue Träume habe ich auch immer nach, Der Traum dieses Jungen ist voller Angst. So viel Dunkelheit direkt unter der Oberfläche. Die Furcht vor Schwäche und Verlust
Ich kann mich nicht ewig in den Träumen der Sterblichen verstecken. Aber dieser Junge und sein Yeti sind allein in dieser Gegend, die ich zu gut kenne. Sie suchen ein magisches Relikt. Man nennt es das Herz der Blauen. Es muss etwas mit der Magie des Yetis zu tun haben. Die Macht, wahres Eis herzustellen. Dasselbe wahre Eis, mit dem ich die Welt rettete, vor langer Zeit. Und ich brauche es. Dringend. Meine Mauer aus wahrem Eis bricht ein. Die Siegel schmelzen. Die Risse werden mit jedem Tag tiefer und tiefer. Und hinter der dunklen Mauer bist du, mein ältester Feind. Die Leere. Wenn du sie durchbrichst, ist alles vorbei. Du wirst die Welt verschlingen. Vielleicht ist dieser Yeti meine Klinge gegen dich. Und ich werde sie bald einsetzen. Lissandras Haare erinnern schon so ein bisschen an Königin Elsa von Frozen. Vielleicht ist sie's, ne? Ist ja, ich meine, Eis, Haare sind auch gleich. Das sind schon genügend Indizien. So, diese Leere ist, glaube ich, The Void aus League of Legends, wo auch sehr viele Champions rauskommen. Gerade die, ja, man hört es am Namen K6, Rek'Sai und so. Kann ich keinen Angriff aufladen? Ich will so Eisdinger. Okay, jetzt gibt's einen Schneeball in die Fresse. Okay, aber sehr interessant auch, dass Lissandra, also sie sieht sich als Gute oder vielleicht als ehemals Gute, dass sie die Welt rettete. Also, Bro, komm her. Jetzt gibt's. Ich hab geschlafen. Jawohl. Reden wir später. Jetzt wird gekämpft. Kannst du so einen fetten. Na, du kannst keinen Stampfangriff machen. Schade. Einen Double Kill kannst du auch nicht. Ja, gut, das Kampfsystem ist sehr einfach gehalten. Also das Kampfsystem an sich ist einfach. Das System als auch die Kämpfe. Oh, es gibt keinen extra Schaden, wenn die eingefroren sind. Dass sie so zerbrechen. Schade. Also mich interessiert gerade die Story. Oh, wer bist du denn? Mich interessiert die Story mit. Boah, in der Luft, geil. Mit Lissandra. Wir gehen denn starke Schläge? Das hat keinen Zweck. Gehen die nochmal. Mittleres Mausrad. Ja, wir springen einfach raus. Mich interessiert wirklich stark die Story von Lissandra. Ich mochte Lissandra auch sehr in LOL. Ich glaube, von wirklich allen Freljord-Charakteren habe ich mit ihr nach Braum. Oh, yeah. Gedrückt halten? Nee, drücken, ne? Nach Braum. Und da ist er, der Boy. Ja, Braum habe ich am meisten Kontakten. Dann Lissandra. Ich glaub's nicht. Das ist Braum. Der Beschützer von Freljord. Der Größte. Ja, das bin ich. Und wer seid ihr zwei? Ich bin Nunu. Das ist mein bester Freund Willem. Was führt euch hierher? Freljord ist hier ziemlich rau. Kein Ort für Kinder. Ich weiß. Wir suchen nach dem Herz der Blauen. Weißt du vielleicht, wo es ist? Meine Mama sagte, es wäre an einem Flügelberg. Braum weiß nichts über dieses Herz der Blauen. Aber ein Flügelberg, sagst du? Kommt, folgt mir. Sieht eher aus wie zwei Leute, die sich küssen, so ein bisschen. Ja, the heart is the strongest muscle. Gute Nachricht, wir wissen, wo der Berg ist. Schlechte Nachricht, wir kommen unmöglich dorthin. Aber wir müssen zu dem Berg. Nein,
Wir müssen nur Heldeneintopf zubereiten. Ein Eintopf? Ja, ein echtes Spezialrezept von meiner Mutter. Ist es magisch? Mutters Rezepte sind immer magisch, Kleiner. Aber nicht so. Nein, der Eintopf verschafft uns Zeit. Zeit, um uns eine Lösung für das Sturmproblem zu überlegen. Woraus ist der Eintopf? Wo finden wir die Zutaten? Braun muss Riesen überfangen, Gemüse tief unter der Erde sammeln und tödlichen Giftwurm für Würze bezwingen. Keine große Sache. Wow! Wie eine Aufgabe. Und Willem und ich? Du und Riesenporo hier? Ihr geht und holt uns einen Kessel. Aus dem verlassenen Lager. Gleich unten im Tal. Ein Kessel? Wirklich? Oh, mehr nicht? Das ist die Aufgabe. Nimmst du an, kleiner Held? Sicher. Denke ich. Ja. Wenn Aufgaben erledigt sind, treffen wir uns hier wieder und erzählen von unseren unglaublichen Abenteuern. Na los! Okay, dann machen wir einen Topf. Ein Kessel holen. Ein Kessel. Wirklich? Ich glaube, mit den Viechern müssen wir auch was machen. Ein Achievement. Schneesturm helfen, aber kann uns Braun nicht eine Mission geben, die etwas legendärer ist? Oh, muss ich nochmal nachschauen, was wir da machen müssen. Schneller, schneller! Komm, wir probieren es einfach durch. Nee? Na gut. Dann. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.